Willkommen zurück zu Let's Play. Ach scheiße. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich bin gerade ein bisschen ausgerastet, weil ich habe einen Part aufgenommen. Dann ich mache das immer so, ich importiere die auf den Computer, weil das Handy nicht genügend Speicher hat, einen weiteren aufzunehmen. Und ich habe ihn dann jetzt gerade gelöscht, aber ich habe ihn noch nicht auf den Computer importiert. Heißt, der Part ist weg. Die Kamera provoziert mich jetzt hier noch härter gerade. Ja, das ist so. Der Part war auch nicht so unfassbar. Zum Glück war da kein Boss oder sonst. Bin schon so richtig ausgerastet. Aber ich hätte mich umgebracht, wenn ich einen Part gelöscht hätte, den nicht hochgeladen oder auf dem Computer ist. So, jedenfalls, wir haben jetzt ein paar diese Fähigkeit erlernt. Damit können wir so Leiter ranziehen. So wie diese gelben Leitern habe ich alle so rangezogen, wie ich sie gerade gemacht habe. Und außerdem haben wir noch ein wichtiges neues Feature in dem Spiel gesehen. Das hat uns ein Papiergumba erklärt, den wir sehr lange hatte das erklärt, zum Glück. Was ich aber nicht so geil fand. Den wir hier aus der Zelle geholfen haben, weil er sich da eingesperrt hat beim Putzen. Das war nämlich den wir zweimal zusammengefaltet haben, wie er gesagt hat. Hier war er drin und der hat uns nützliche Kampftipps erklärt. Und zwar ist das so, dass der scheiße ist, dass ich scheiße bin, dass ich diesen Part gelöscht habe. Aber ich muss erstmal dafür kurz in den Kampf. Ah, guck mal, da ist noch ein Hammer, Bruder, ne? Den stoßen wir an. So. Da unten seht ihr schon diese Karten. Da unten dieses 14 von 20, das sind Sternpunkte. Immer wenn wir einen Gegner angreifen oder so, dann bekommen wir Sternpunkte. Wir können jetzt auch diese Karten einsetzen. Es gibt in dem Spiel 152, glaube ich, wir haben 12 und um sie benutzen zu können, müssen wir uns ein Set zusammenstellen. Ich habe einige schon benutzt, hier sind 3 und da oben haben wir noch 4. Man kann sich die Karten so beliebig zu einem Set zusammenstellen oder man kann sie auch zufällig auswählen. Ich habe mir es zur Challenge gemacht, immer die Sets zufällig auszuwählen. Jetzt gibt es hier eine Karte. Und dann kann ich die einsetzen oder umdrehen, damit eine neue kommt oder einfach die Karte erstmal beibehalten. Dann gibt es das hier. Das können wir jetzt mal einsetzen. Das kostet 2 Sternpunkte. Und jetzt ist bei uns, bei jedem hier die Verteidigung hoch. Steigt die Anzahl der... Ja, können wir auch nehmen. Dann steigern... Das gibt's doch nicht, dass jetzt wieder Akku leer ist. Boah, ihr seht, ich bin gerade ein bisschen angekotzt von allem. Und ja. Akku leer, super, so fast. Und ja, jetzt können wir so super kämpfen. Ihr seht, wir haben Sternpunkte. So, jetzt bekommen wir so... Haben wir so ein bisschen Sternpunkte, da bekommen wir, wie die Gegner angegriffen haben. Und ich habe noch diese Attacke gelernt. Die können wir jetzt auch mal ganz schnell machen. Wir müssen immer den Knopf drücken von dem, der gerade den Drachen hält. Jetzt ist es Luigi, da steht auch schon nächster Paper Mario. Dann können wir direkt Y drücken, nächster ist Mario. Steht da auch. Und ja, so macht man das halt. Und dann, wenn wir den Drachen gestiegen haben, kommt drauf an wie gut, ne, 1500, dann müssen wir Y drücken und können hier einen richtig krassen Special Move vollbringen. 56 Schaden hat das gemacht, das war exzellent. Und so funktioniert die Drachenattacke. Aber viel mehr ist zum Glück nicht passiert in dem Part, den ich aufgenommen habe. Und ich wollte noch ein Part, Level Up gab's auch noch. Aber ich wollte mir jetzt eh mal meine Stats angucken, weil da vorne so ein Block ist, also so ein heilt alle Brüder und Punkte und sowas. Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hör auf damit! So, das wollte ich. Wollte ich mir mal meine Stats so angucken. Weil von Ausrüstung habe ich nichts geändert, ne? Ja, so sehen sie aus. Aber man kann halt was ändern. Ich sehe beim Hammer da ein Ausrufezeichen. Vielleicht, da haben wir was Neues. Kugelhammer, ne? Ja. Mehr Schaden. Keine besonderen Effekte. Dann würde ich sagen, wir den Kugelhagelhammer geben wir den Luigi und den soliden Hammer Mario. Das waren noch so Gegenstände, die wir dazu bekommen haben. Gefunden haben
Und ja, dann gibt's hier noch diese Mausgegner, dann haben wir noch, wie eben Papierhammerbrüder gesehen und diese Mausgegner hier. Mehr aber auch nicht, was gut ist. Ja, ich muss mir auch bald wieder ein neues Set an den Karten da zusammenstellen. Und ja, weil ich verbrauche ja ein paar, ne? So. Und wir können wohl noch mehr finden. Insgesamt haben wir 12 und wir können halt ein Set von 10 zusammenstellen. Da habt ihr es gesehen, in die dritte Lücke kam jetzt halt noch ein drittes. Ja, ne, das möchte ich mal einsetzen. Kostet ein paar Sternpunkte. Braucht man keine Amiibo für. Ja gut, so. Nice. Ich bin jetzt langsam ein bisschen ruhiger. Oh mein Gott. Ich bin eben so krass ausgerastet, ne? Als ich gemerkt habe, beim letzten Moment mal habe ich den Part schon eigentlich auf den Computer importiert, und dann merke ich so, nein, dann denke ich mir so... Fuck! Das ist echt das Schlimmste, was dir als Let's Player passieren kann, dass du einen Part verlierst, ey. Vor allem bei einem RPG, was du dann nicht mehr nachholen kannst, ne? Wäre da ein Boss gewesen, oder wäre da... Boah. Ne, Ausraster pur. Ganzes Spiel nochmal von neu spielen, bis zu der Stelle. Ich sag nur, was mir damals mit Superstar Saga passiert ist, ne? Hölle. Ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen. Hab im letzten Part schon richtig viel gekämpft, aber ich mach's trotzdem, weil die stören. Boah. Das war eigentlich immer schlimm. War schon schlimm, kann man so sagen. Man kann festhalten, ist aber schlimm. Runterkommen im richtigen Moment. Oh, jetzt einfach nur springen und alle gekillt. Uldo. Das war ja gut. Das war voll gut. Und immer wenn ich mir ein neues Set zusammenstelle, dann würfel ich zufallsgemäß dann aus, welche Karten denn da hinkommen. Das kann man in Einstellungen machen. Werden wir gleich sehen. Weil ich eh nur noch eine Karte da liegen habe. Verfickte Scheiße. Mm. 10 von 20 Sternpunkte. 20 Sternpunkte kann man maximal haben. So. Wie schnell die Zeit doch in diesem Spiel vergeht schon. Verfickte 7 Minuten. So. So. Alter, wie nice. Alter, wie nice, nice. Nochmal ein toller Treffer. Komm, boah, ich hab trotzdem noch grad Wut in mir und will die einfach zerstören. Oh Gott, ey. Verreckt. Verreckt in der Hölle. So. Oh, Sprung, ey. Lieb ich mit Paper Mario. Stirb. Danke, alle. Alle. Frischwurz. Die Stats habe ich schon gezeigt. Die sind, glaube ich, alle jetzt auf Level 8. Alle. Und ja, so sieht's aus. Cool. Mit dieser Technik können wir weit entfernte Sachen erreichen. Vergiss nicht zu speichern. Guck mal. Jetzt kommt ein Boss. Wetten. Früher war es ja so, dass man viele Items auf einem Fleck gefunden hat. Oder Gegenstände sogar. Bevor ein Boss kam, jetzt scheint es wohl so zu sein mit so einem Block, habe ich das Gefühl, Kampfkarten, gucken wir uns die doch mal an, die haben wir alle in einem Set, ne? Also die mit den Häkchen haben wir in einem Set, die wir nicht im Set haben, ist diese Karte hier, ihr seht ja oben, was die macht, und noch irgendeine schwache, die hier. Das würfel ich alles nach einem Boss immer neu, so möchte ich das immer machen. So. Okay. Es ist ärgerlich, was mir passiert ist, aber so krass schlimm ist es doch. Seht mal, das ist eine Röhre. Die führt sich hier zurück zur Oberfläche. Ja, also ich bin froh, dass ich keinen Boss oder so... Boah, ey. Trotzdem ist es halt echt scheiße, als Player Doppel-Einappels. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt kommt ein Bosskampf, ey. Ich liebe die Bosse bis jetzt in diesem Spiel. Waren zwar nur zwei... Waren aber zwei verfickt geile Bosse. Vielleicht schwer, aber geil. Kreativ auch. Gefällt mir super geil bis jetzt alles hier. Ja, guck mal, auch jetzt gibt es ja auch ziemlich viele Itemblöcke mit vielen Münzen.
Und Gegenstände, zum Beispiel Sirup oder so, ja. Man kann daran immer so ablesen, ob ein Bosskampf kommt, ne? Ja, Nüsse Nummer 2. Ja, das kann sein. Ist doch geil, oder? Ich rieche einen Bosskampf. Oh Mann, guck mal. Wann habe ich das gesagt? Oh nein. Hihi. Wie brave kleine Gefangene in eurer Zelle bleiben sollen. Aber nein, ihr musstet ja unbedingt ausbrechen. Und wir mussten euch hinterherhetzen. Eure Fluchtversuch endet hier. Ich mag Roy in diesem Spiel. Larry, komm her und hilf uns, diese Gefangenen zu besiegen. Larry? Hey, Larry! Wo steckt er nur? Er hat nämlich einen langen Larry. Sorry, das musste jetzt sein. Wahrscheinlich hängt er vor der Spielkonsole herum. Nur weil ich einen langen Larry habe, heißt das nicht, dass ich der lange Larry bin. Immer dasselbe mit dem Kerl. Und an wem bleibt die ganze Arbeit hängen? An uns. Immerhin sollten die drei mächtigen Helden uns kein Problem machen. Und es kommt echt ein Bosskampf. Gegen Roy und Randy. Fuck the what? Aua, bist du irgendwie krank? Ist die irgendwie krank? Joa, zu dem Thema, dass die Bosse in dem Spiel schwer sind. Mono, was macht das? Hört ihr? Ja, setz das ein. Sieben Sterne haben wir, ne? Nice, nice. Gut. Und zeitweise erhöht. Ja, komm, wir haben jetzt so viele Brüderpunkte. Dann machen wir das. Und da unten haben wir noch eine KP-Karte. Und jetzt wird aufgeräumt. Wenn die Level 10 oder Roy Level 10. Ich mag Roy. Deshalb kriegt er L1 aufs Maul. Meine Logik. Bam. Nice. Bam. Hat nochmal Roy richtig einen abbekommen. 58 Schaden. Nice, Alter. Trio Squash ist auch ziemlich stark. Und da das auf alle geht, machen wir den Trio Squash. Ne? So. Ja, das geht ja auf alle, deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Bis jetzt nur auf Roy, was irgendwie Betrug ist. Geht doch. Aber Wende ist auch ziemlich gefährlich. Vielleicht sollte ich eher auf sie gehen. Aber Roys Angriffe haben wir halt auch noch nie gesehen, ne? Und den Superstar Saga konnte auch eher nur den Standard, sag ich mal. Muschelbohrer, Wendy. Vielleicht ist es aber auch klüger, einfach auf einen Koopaling die ganze Zeit zu gehen. Dass der dann stirbt und wir es einfach nur noch mit einem Gegner zu tun haben. Jetzt habe ich einmal losgelassen. Aus Versehen. Also aufgehört zu drücken. Okay, was macht der? Bestimmt rollt er sich ein. Nee, er holt einen Stein. Ach, da. Oh, was? Der hat mich umgebracht. Ja, noch nicht vollständig. Alter. Alter. Beruhige dich. WTF? Wir setzen die hier ein. So. Nice. Du solltest dich eher kopieren, aber warum auch immer. Ah ja, genau. Okay. Kopier dich. Das ist sicherer. Ich kann auch den Abwehrreflex machen. Oh, habe ich jetzt gemacht? Aua. Flieg halt. Aua. Ach, du Kacke. Das ist echt nicht einfach. Ich spiele das blind, Leute. Deshalb ist es so schwer. Der bringt mich um. Der Roy, der ist stark. Alle Gegner erleiden 20 Punkte Schaden. Das kann doch nicht sein. Ich verzweifle gerade. Der ist krass, der Typ. Der hat auch bestimmt nicht wenige.
no. Was? Ach so. Oh Mann. Da freuen die sich. Der Assis. Oh Mann, ich muss das noch einstellen. Ich komme ja gar nicht mit, was die hier machen. Das ist... Scheiße. Okay, die Karten wurden da neu gemischt. Und ich bin fast Game Over. Oh, Gott sei Dank gibt es dieses Item, ey. Super, Paper Mario hat 8. Oh, ja. Nein, ich hab zu wenig. Oh, nein, was mache ich denn? L. Ja, ich habe 0 Sternpunkte. 0. Gibt es irgendwie Nüsse? Ja, 11. Ah, das halt alle 3. Gott sei Dank. Kopier dich, bevor ich hier verrecke. So. Nice. Das habe ich bis jetzt immer verkackt, so wie jetzt. Ach, scheiße. Aber dieser Boss ist auch halt auch echt stark. Was? Ich kann ja nicht wissen, auf wen das geht. Der Boss ist schwer. Möchte ich nur mal sagen. Und Wendy ist asozial. Och, du Scheiße. Ja, da... Jetzt, Alter, ich gehe Game Over. Greife ich jetzt schon zum leichten Modus oder... Der, okay, Wendy nimmt Schaden. Die sind aber auch wütend. Was machen die? Die prügeln sich! Die prügeln sich! Die nehmen selbst Schaden! Opfer, 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 Opfer. Ja, die sind beide tot. Nochmal doppelt. Alter, Scheiße. So, alle stehen wieder. Muschelattacke. Und jetzt kriege ich auch Sternpunkte, Mann. Ja. Ja. Stirb. 34. Das geht voll klar. Och, du Scheiße. Okay. Royal Bombe. Wenigstens weiß ich jetzt in etwa so, was ich tun sollte. Och, du Kacke. Alter. Was? Ja, super. Mario ist tot und Paper Mario ist auch gleich tot. Ey, die wollen mich doch ja echt alle ver... Nein, ich werde verlieren. Genau. Oh, Scheiße, ich hab... Ja. Bin tot. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Alter, was ist das? Was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Rette mich doch irgendwie, Mann. Ich habe auch keine Sternpunkte mehr. Nee. Nuss. Ich habe zu wenig KP, sonst verrecke ich hier schon wieder. Danke. Ach so, ich check den Angriff. Ich check jetzt, wie die das machen. Das ist so asozial. Aua. Okay, jetzt check ich auch so langsam Wendy. Erst jetzt, ich weiß. Paper Mario down. Boah, Alter, ich verbrauche hier einen Abpilz nach dem anderen. Unfassbar krass. Okay. Die haben alle nicht wirklich viele Leben. Ja, ich muss mir halt nur mal eine Nuss reinpfeifen, ey. Scheiße. Gut. Jetzt muss ich angreifen. Nee, ich kopiere mich. Damit ist Paper Mario eigentlich jetzt schon safe wieder. Okay.
Das finde ich immer noch schwer. Das kann nicht sein, dass ich den letzten nicht schaffe. Ja, okay, das ist jetzt einfach, da ich nur Luigi habe, ne? Nein, das war scheiße. Oh, scheiße. 68 hat das abgezogen und ich habe 64 Leben. Dieser Boss ist krank. Wenigstens habe ich 6 Kopien, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was macht er jetzt? Nein. Wenigstens habe ich 6 Kopien. Das war gut, mich zu kopieren. Ja. Ja. Yes. Wenn die nimmt 20 Schaden. Die prügeln sich, oder? Nein. Beinahe. Ich muss wieder einen Doppel-One-Up-Pilz einsetzen, ey. Nicht, dass ich hier wegen den One-Up-Pilzen hier noch verliere, ne? Wenigstens check ich das. Unfassbar, unfair, unfassbar. Unfassbar. Ich darf doch jetzt gleich nochmal kommen. Dann pfeift dir einen Superpilz rein. Wir müssen jetzt taktisch vorgehen. Damit du schon mal richtig viel aushalten kannst. Als ob. Gut, Wendy kriegt wieder 20. Prügeln die sich, ja. Boah, die, guck mal, wie viel Schaden das ist, guck mal, wie viel Schaden das ist. Die hat Wui umgebracht. Okay, jetzt ist es nicht mehr so schwer. Das klappt jetzt. Kämpferhammer erhalten. Was macht die denn jetzt? Das kenne ich doch gar nicht. Oh, fuck.